Guten Morgen! Guten Morgen! Hi! Are you listening? Damn! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute früh morgens um 11 sind wir auf dem Weg nach Leipzig, Halle. Nee, Quatsch. Wir kommen aus Leipzig und fahren nach Halle. Und zwar besuche ich den lieben Albrecht, denn wir haben einen coolen kleinen Trip geplant. Und ja, dieser ganze Trip soll hier auch auf der Rumpelkiste dokumentiert werden. Und deswegen seid ihr mit dabei. Und was abgeht, erfahrt ihr dann gleich, wenn wir in Halle sind. Bis gleich! Ja, ich habe keinen Anfrei. Grüß dich. Hi Albrecht. Sag hallo. Läuft. Hallo. Hallo Kamera, hallo Felix, hallo Longboard. Hallo Mini Longboard. Ja genau, Mini Longboard. So Albrecht, was machen wir denn überhaupt? Ich habe das Geheimnis noch nicht gelüftet. Du hast jetzt die Ehre, das zu tun. Bei uns in unseren Köpfen hat sich vor ein paar Tagen eine total kranke Idee entwickelt. Ja. Und zwar, wir fahren gerne Longboard und warum hier, wenn man das nicht im Ausland machen kann? Und deswegen planen wir heute, wie wir am einfachsten nach London kommen. Genau, denn wir wollen einfach mal versuchen, in London in der City rumzucruisen, irgendwie viele Sehenswürdigkeiten in kurzer Zeit zu sehen und einfach mal dort ein bisschen rumzufahren. Und heute treffen wir uns einfach mal, um das Ganze ein bisschen zu planen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Genau. Und falls ihr euch fragt, warum ich das kleine Board mitgenommen habe, auf irgendwas muss ja auch der Albrecht fahren und ich genau, fahren. Deswegen habe ich das auch noch mit dabei. Wir haben uns jetzt ein bisschen hingesetzt und ein bisschen gelabert, ein bisschen geschaut im Netz und ein bisschen geplant, wie wir das Ganze angehen wollen. Und so wie es aktuell aussieht, fliegen wir wohl in so ungefähr 3 Wochen mit Ryanair für 2 bis 3 Tage nach London. Warum sage ich 2 bis 3? Wir kommen, fliegen einmal über Nacht, das heißt, eigentlich sind es 2 Tage, aber vom Datum her sind es 3 Tage. Aber wir haben dann dort wahrscheinlich einfach 2 Tage. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, erstens, wie wir das mit dem Gepäck machen wollen. Weil die Mitnahme von einem Sportgerät kostet bei Ryanair 100 Euro pro Strecke. Das heißt, es wären 400 Euro, wenn wir 2 Boards hin und zurück mitnehmen würden. Was absurde Mengen sind, weil der Flug einfach nur 40 Euro pro Person hin und zurück kostet. Und jetzt sind wir gerade am Überlegen, wie wir das irgendwie noch hinbekommen können. Und deswegen fahren wir nachher wahrscheinlich zum Flughafen und fragen da einfach mal nach, wie man das irgendwie anders regeln kann. Wahrscheinlich packen wir die irgendwie zusammen und dann endet das Ganze darin, dass wir dann so eine große Kiste haben, wo einfach beide drin sind und wir das als ganz normales Gepäckstück aufgeben. Aber müssen wir noch schauen, müssen wir noch
Regeln. Andersweitig sind wir hier gerade noch am Schrauben, beziehungsweise der Albrecht ist gerade am Schrauben. Genau, der Longboard braucht weil Sommerreifen. Genau, das Longboard bekommt Sommerreifen. Warte, ich will es kurz zeigen, welches Rad ist dann kaputt gegangen. Hier, genau, weil mir ist ein kleines Malheur passiert bei meinem Miniboard hier, ist hier an der Seite schon das Gummi kaputt gegangen bei einem Rad, weil ich Dackel damit gegen eine Bordsteinkante gefahren bin und der Albrecht hat ein altes kaputtes Board, was er nicht mehr verwenden kann. Ist das so richtig? Ja. Ja, jetzt tauschen wir einfach mal die Räder aus. Die Räder von seinem Board sind ein bisschen größer als die von meinem Miniboard. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob und wie gut das funktioniert. Und ja, das probieren wir jetzt noch aus. Und dann fahren wir wahrscheinlich zum Flughafen und klären mal das mit dem Gepäck. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich dieses neue Monster Truck Pennyboard schlägt. Ich bin noch nicht damit gefahren. Kannst gerne die Kamera halten, wenn du willst. Sicherheitshalber legen wir die größte Hälfte der Straßenbahn zurück. Okay. Aber auch einfach, weil wir faul sind. Wow, geil. Also es ist... Fährt sich gut, ja? Untergründe mit vielen Rummeln schon mal cool. Fühlt sich besser an, als ich dachte. Okay. Also, Monster Truck Mini Pennyboard bekommt einen Daumen hoch. Kann man machen. Longboard Tuning erfolgreich abgeschlossen. Es geht, die stehen auch drauf. Yes. Yes, Highspeed. Die einzige Frage ist, werden wir jetzt den Aufgang schaffen? Das wird kompliziert. Yeah. Oh shit. Okay, wo geht's lang? Ist hier irgendwo ein... Ab dem Moment, wo es einfach wird, auf die Fresse gewesen. Oh, Scheiße. Oh, die richtigen Pros am Start hier. Nee, da hinten ist noch nur... Nee, nach London zu fahren. Wahrscheinlich fallen wir nie hin. Ah. Wow, das dreht sich in die falsche Richtung. Nein. Okay, die Frage ist jetzt nur, gibt es hier einen Ryanair-Schalter und wenn ja, wo? Und warum ist hier eine Messe? Was? Ja, Hashtag Messetrip, oder? Glaubst du, wir kommen mit DHL nach London? Als Sperrgut? Wir verschicken uns als Päckchen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Hier ist Ryanair. Das ist Ryanair? Da ist niemand. Ja gut, hab ich gesagt, dass wir jemanden brauchen? Lidl fliegen. Lidl? Ah, das wird kompliziert. Nee, da ist nicht... Ja, lass uns einfach mal... Hin. Lass uns zu irgendeinem Schalter gehen oder so. Yes. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Infoschalter oder was weiß ich. Muss es doch geben, oder? Gibt's bestimmt. Ja. So, wir haben keinen Ryanair-Schalter gefunden, deswegen fahren wir jetzt zur Information, um uns die Information zu holen, wo wir die Information holen können, wie man Boards belegen kann im Flugzeug. Und jetzt machen wir höchst illegale Aktivitäten wie auf Laufbändern fahren. Obwohl man das nicht darf, wahrscheinlich. Hört sich auf jeden Fall cool an. Yeah! Yeah! Bisher keine Polizisten, die unterschießen wollen. Sehr gut! Ich hatte schon drauf gehofft. So.
Wissen Sie was? Am besten, Sie gehen mal hoch zur Lufthansa, weil die schicken Sie hier ein, Lufthansa-Personal. Lufthansa checkt mal in der Kunde. Ja, weil wir keinen. Okay. Ja. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber okay. Sehr ja, cool. Sie kommen auf die zwei Etagen nach oben. Okay. Ja. Dann laufen Sie Traumwähler geradeaus, ja. Genau. Und da sind links die Check-in-Schalter von der Lufthansa raus. Und da fragen Sie mal, wie sich's verhält. Ja? Wunderbar. Okay, danke. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, das ist gar kein Lufthansa uns einchecken, das ist ja sehr. Sei denn, die sehen natürlich, dass wir Ryanair-Heinis sind. Ja, genau. Vielleicht haben die Lufthansa-Mitarbeiter, die werden extra trainiert, dass sie Ryanair-Kunden besonders schlimm behandeln, oder? Ja, ich glaube schon. Die haben dann so ein Eskalationstraining. Fertig die billigste Fluglinie ab. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, vielen Dank. Alles klar. Dann gehen wir mal rüber. Das geht. Das geht, ja, aber. Doch, bis maximal 8 Kilo, das muss ich sagen. Das ist schon groß. Ja, na, dass sowas geht nee, nicht, das ja. Muss man. Nee, aber wenn man ewig durch London fahren will, ist so ein großes besser. Nimmt man doch den Bus oder die U-Bahn. Ja, aber so, das ist ja langweilig. Okay, trotzdem vielen herzlichen Dank und schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Jo. Also, die Frau von der Lufthansa hat uns echt krass geholfen. Kompetent. Sehr kompetent. Ich bin positiv überrascht. Wollen wir noch bei der Sicherheitskontrolle als Joke mal nachfragen, ob die sowas durchgehen lassen würden? Ich habe hier noch eine Dreiviertelstunde, bis meine Bahn fährt. Alles klar. Deswegen können wir dann noch mal fahren. Na gut, dann können wir noch mal fahren. Yeah! Yeah. Yeah. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon auf die Reise. So, hi. Moin. Tja, wie ist die Lage jetzt? Was haben wir herausgefunden? Also es war ein ereignisreicher Tag. Wir haben erst versucht zu buchen, dann wussten wir nicht, was wir mit den Longboards machen sollen. Dann haben wir das doch nicht gemacht, sind erstmal zum Flughafen gefahren, haben hier 100.000 Leute gefragt. Keinen einzigen Ryanair-Mitarbeiter gefunden, aber die Lufthansa aber hilft. Es sieht recht positiv aus, dass wir die Longboards wirklich als normales Gepäck transportieren können. Vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr damit irgendwie Erfahrung habt. Ja, könnte uns sehr weiterhelfen. Ansonsten auch, wenn ihr allgemeine Tipps habt zum Reisen mit Boards oder auch allgemein zu London, wenn wir nach London wollen, irgendwas, was wir da uns unbedingt reinziehen sollen, irgendwie was man unbedingt sehen muss oder was man unbedingt gemacht haben muss. Falls ihr in London wohnt oder jemand in London kennt, könnt ihr auch Bescheid sagen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Tag. Wir chillen jetzt hier noch so ein bisschen auf der Wiese vor diesem schönen alten Lufthansa-Flugzeug. Oder was steht da drauf? Ja, Lufthansa. Deutsche Lufthansa. Genau. Und genießen noch ein bisschen den Tag, fahren dann nach Hause, buchen wahrscheinlich noch den Flug und dann läuft das Ganze. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Reise. Wird ein geiles Ding. Ich freue mich auch, euch dabei haben zu können. Und ja, falls ihr den Kanal von Albrecht übrigens nicht kennt, ja. Wo könnt ihr den finden? In der Videobeschreibung. Ja, was machst du auf deinem Kanal so? Ah, da dreht sich's um alles mit 4 Rädern und Motor. Genau, da haben also wir auch um mal Autos und da wird dann entweder auf dem Kanal oder auf einem Zweitkanal, den du auch in die Videobeschreibung packst, auch genau. Hier den Dingsbums-Vlog zum London Longboard Tour 2015 kommt. Das wird legendär. Ich freue mich. Ja, und gar nicht kopiert. Nee. Hoffentlich bin ich bis dahin wieder gesund. Ja gut, wir haben auch auf dem Kanal von Albrecht schon mal zusammen ein ziemlich geiles Video produziert gehabt zum E-Golf. Das ist eigentlich ziemlich cool geworden. Verlinke ich euch auch mal unten, könnt ihr auch mal reinschauen, reinziehen. Und dann würde ich sagen, ja, wir chillen jetzt hier noch. Vielen Dank für vielen freundlichen, herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.